300 bis 8.000 Euro verdienen. Darum soll es halt mal in meinem Video gehen. Hi, mein Name ist Bastian Diers. Auf dem Kanal hier geht es ums Thema Geld verdienen und darum, mit dem Geld möglichst sinnvolle Dinge anzufangen. Und wir sprechen halt mal über das Thema, ja, warum kann man 300 Euro für eine Dienstleistung verdienen und warum kann man 8.000 Euro für eine Dienstleistung verdienen und wie kann man vielleicht von den 300 eher in Richtung 8.000 Euro kommen. Das möchte ich euch mal zeigen mit einem Live-Beispiel, auch von mir selber. Wer es noch nicht weiß, ich bin selber Agenturinhaber und Geschäftsführer meiner eigenen Marketing. Agentur und ich habe natürlich da den ganzen Prozess schon durchlebt, von kleinen Preisen hin zu mal höheren Preisen, höheren Kundenprojekten, größeren Kundenprojekten und früher habe ich eben auch schon angefangen im Freelancing tätig zu sein, damals ich persönlich über die Plattform wie content.de im Text schreiben und deswegen kenne ich so ein bisschen die Preisgestaltung auf der Freelancer-Seite und auch die Preisgestaltung eben auf der Agenturseite und auch natürlich auf der Agenturseite jetzt dann mit Personal und anderen Kosten und so weiter, die wir mittlerweile eben auch haben. Deswegen vielleicht heute mal ganz interessant für den einen oder anderen da draußen, der vielleicht noch Freelancer ist oder Freelancer werden möchte. Ich sage immer, es ist eine super Möglichkeit einzusteigen in die Dienstleistungswelt, aber man sollte über kurz oder lang sollte man eigentlich gucken, dass man Richtung Agentur geht. Und warum das so ist, das schauen wir uns nämlich heute mal an. Also, gehen wir direkt mal rein. Ich möchte das heute mal an einem Beispiel klar machen, das für mich so sehr, sehr offensichtlich ist. Und deswegen habe ich jetzt mich auf Fiverr reingeloggt, das sollten die meisten von euch kennen. Freelancing-Plattform, die größte der gesamten Welt, platzhirsch in diesem Bereich Freelancing. Und ich habe jetzt hier mal einfach eingegeben Web Development. Und Web-Development, ja, Web-Entwicklung zu Deutsch, habe jetzt eben auch hier dann reingegeben bei Verkäuferdetails, dass es Deutsch sein soll. Ja, also der Verkäufer schon, soll schon Deutsch sprechen, weil ich möchte ja als Kunde, der in Deutschland jetzt eben einen Web-Auftritt eingeht, wir nehmen das Szenario jetzt mal an, ein Unternehmen sagt, ich möchte eben einen Web-Auftritt jetzt vergeben, ich möchte hier möglichst günstig wegkommen und ich möchte jetzt eben hier einen Freelancer engagieren und vielleicht keine Agentur. Dann gibt er jetzt eben sowas hier ein und guckt sich jetzt eben die besten Leute an und natürlich, wenn ich vielleicht auch Text haben möchte oder ich möchte einfach eine gute Kommunikation eben haben, ist halt da meistens Deutsch dann für die deutschen Unternehmen eben auch relevant und sinnvoll und auch gewünscht. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel auch das erste schon. 5 Sterne, 87 Bewertungen. Wunderbar. I will do custom WordPress Website Design and Web Development. So, also genau das, was wir im Prinzip brauchen. Schöne WordPress-Seite, das ist etwas, was die meisten ja auch möchten. Wenn wir jetzt hier nicht komplett alles individuell programmiert haben möchten, was die meisten, also nicht unbedingt brauchen, die meisten Unternehmen, bei großen komplexen Systemen macht das Sinn, aber jetzt bei einem ganz normalen Unternehmen muss es jetzt nicht die High-End von alles von Anfang an programmierte Seite sein. Da reicht WordPress absolut aus und ist auf jeden Fall technisch absolut auf dem Stand der Technik. So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an und hier sagen wir, hier sagt er jetzt eben schon eine Seite, guck mal, eine Seite, Designanpassungen, Inhalt hochladen, responsive Webdesign, also dass es eben auf mobilen Endgeräten auch gut aussieht. Das scheint hier sogar nicht dabei zu sein. 5 Plugins, Erweiterungen, das sind einfach funktionale Erweiterungen auf einer WordPress-Webseite, dass die Website noch ein bisschen mehr kann, als einfach nur da zu sein. Und auch eine E-Commerce-Funktionalität, also dass man Produkte kaufen könnte, wird er auch noch mit einprogrammieren. Das wird dann meistens hier, wenn man es über WordPress macht, über das Plugin WooCommerce laufen. Da haben wir auch schon die Erfahrung mit gemacht. Und dann würde er sogar noch 5 Produkte dort anlegen. Das geht eben auch über das Plugin WooCommerce. Okay, und dafür nimmt er 77,93 € und sagt, er hat es in 4 Tagen geliefert. Eine Seite, gut, das muss man überlegen, gerade wenn er sagt, auch dass es eine Shop-Funktionalität ist, also selbst ein One-Product-Store, obwohl es ja bis zu 5 Produkten auch geht, eine einzige Seite wird schon schwierig. Es kann immer ein bisschen die Frage, ist da jetzt Impressum, Datenschutzerklärung zum Beispiel mit drin, weil das muss ja auch sein, oder macht er das auch tatsächlich überhaupt nicht? Das wäre halt eine Absprache zwischen den Freelancern. Normalerweise sind diese Rechtsseiten eigentlich selbstverständlich, selbstredend mit drin, aber das muss man eben erklären. Und wir gucken uns mal sein Standard an. Sein Standardangebot, dann sehen wir Masterpiece WordPress Seite 320 Euro. Okay. 7 Tage Lieferzeit, 3 Seiten, Designanpassung, Inhalt und so weiter. Diesmal ist die Responsivität damit dabei. Also wir können es diesmal auch auf dem Handy, auf dem Tablet eben vernünftig mit angucken. 8 Plugins mit Erweiterungen, E-Commerce-Funktionalität und bis zu 15 Produkte. Okay. Und das Premium-Angebot, das ist jetzt sogar nur E-Commerce Restore Store ready to launch. Da nimmt er knapp 600 Euro dafür, dass er im Prinzip einen gesamten Store für euch mit 25 Produkten aufsetzt mit 5 Seiten. Okay, E-Commerce, darum soll es halt mal gar nicht gehen. Wir gucken uns aber jetzt mal dann also sein Standardangebot an. 3 Seiten und Funktionalitäten, eine richtig fertige Webseite für 320 Euro. So, mit die meisten Unternehmen werden jetzt schon mal erstmal mit 3 Seiten nie und nimmer hinkommen. Ja? Wenn ihr euer gesamtes Produktportfolio vorstellen möchtet, euer Team vorstellen möchtet, eure Jobplattformen, Jobanzeigen vorstellen möchtet und Kontaktformulare haben möchtet, Impressum, Datenschutzerklärung, AGBs und so weiter, dann wird es niemals ausreichen, nur 3 Seiten zu haben. Das heißt, ihr muss man
mir schon mal Seiten dazu buchen. Ich gehe mal davon aus, weil er einfach wirklich wahnsinnig günstig ist. Selbst wenn ich sage, ich brauche mehrere Seiten dafür, wird es hier 500 € sein, 600 €. Also ich glaube, viel, viel mehr als 500 € wird man hier für eine normale Webseite auf WordPress-Basis bei ihm nicht bezahlen. So, und jetzt ist die Frage, er sagt auch jetzt hier, in 7 Tagen liefert er das Ganze, wenn ich jetzt noch mehr möchte, vielleicht ein bisschen mehr. Sagen wir mal, 500 € für 5, 6 Seiten liefert der mir in 2 Wochen. Das mag jetzt natürlich günstig klingen und für einen Unternehmer wunderbar und für euch als Freelancer, wenn ihr schnellen Prozesse habt und das eben kalkuliert mit dem Stundensatz und ihr sagt, ihr seid ein Plus, wunderbar, dann fangt so an. Und ich rate das auch jedem, fangt so an, allein schon, damit ihr eben mal merken könnt, wie könnt ihr Geld verdienen, wie könnt ihr Projekte abarbeiten, wie könnt ihr Projektdeadlines einhalten, wie ist die Kommunikation mit Kunden, wie kann man das koordinieren, wie ist der Kunde zufrieden, wie kann man den Kunden auch halten und binden und wieder irgendwas verkaufen. Damit macht ihr über Plattformen wie Fiverr und Co. einfach wunderbares Geld. Ihr könnt auf meinem Kanal übrigens auch mal schauen. Ich stelle sehr, sehr viele andere Freelancing-Plattformen auch noch vor, auch deutsche, wo ihr teilweise auch wirklich mehr, auch viel mehr Geld nehmen könnt, auch als Freelancer. Aber wie gesagt, Fiverr jetzt einfach als Exemplar. Was ich jetzt aber halt natürlich als Agenturinhaber kritisch sehe, selbst wenn ich jetzt sage, okay, nehme genau das Beispiel, 3 Seiten für 320 € in 7 Tagen. Das ist ein Preis, wo ich selbst in der Freelancing-Bubble halt sage, das ist halt absolut kaputt, der Preis. Weil 7 Tage, 3 Seiten, selbst wenn er ein total schneller Typ ist, ja, und er braucht auf jeden Fall mehr als 3 Stunden. Also wird sein Stundensatz auf jeden Fall schon weit unter 100 € sein. Und das ist als Freelancer natürlich auch wieder bis zu einem gewissen Grad okay, aber das ist ja nichts, wo ich langfristig, wenn ich mich selbstständig mache, bleiben möchte. Ich möchte doch nicht unter 100 €, unter 80 oder was immer Stundensatz bleiben als Selbstständiger. Ich möchte irgendwann mehr machen. Allein schon, weil ich natürlich, zumindest ist es immer mein Bestreben auch, wenn ich maximales Geld als Dienstleister verdienen möchte, dann gibt es nur eine Methode. Ich muss im Prinzip mich selber davon unabhängig machen, meine eigene Zeit gegen Geld zu tauschen. Sprich, ich muss eben mit Personal skalieren, mit Prozessen skalieren und so weiter. Personal muss übrigens nicht immer festangestellt sein, da könnt ihr selber im Prinzip auch Freelancer nutzen und das dann umschlagen. Solange ihr profitabel seid, passt das. Aber das ist eben eine andere Geschichte. Was ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend finde, ist, und das möchte ich euch einfach jetzt mal zeigen, was ist machbar, wenn man eine Agentur aufbaut und im Prinzip das gleiche anbietet wie er hier? Wie gesagt, wir nehmen jetzt mal vielleicht halt mehrere Seiten, ja, bis zu 10 Seiten, und sagen wir, der würde jetzt hier auch 600 € ungefähr vielleicht verdienen für die 10 Seiten. Hier, wenn man das jetzt, vielleicht würde auch sogar bis zu, sagen wir mal, er nimmt sogar 1000 € für 10 Seiten ungefähr. Sagen wir einfach mal, er wäre so teuer. Ich glaube nicht, dass er so teuer ist tatsächlich, aber sagen wir mal einfach, das wäre hier jetzt ein individuelles Angebot von ihm oder von ihr. Weiß man jetzt gar nicht. Ich glaube, es ist aber ein Mann, so wie es aussieht. Genau. genau. Und was ich euch jetzt mal zeigen möchte, weil ich möchte natürlich so transparent wie möglich sein. Ich rede ja oft davon, dass ich selber Inhaber und Geschäftsführer bin von meiner eigenen Agentur. Das kann jetzt erstmal jeder behaupten. Ich habe euch schon mal auf meine Agentur gezeigt. Convect.com könnt ihr auch gerne mal eingeben. Da steht auch im Impressum alles drin, dass ich das bin. Ihr seht auch ein Bild von mir. Alles wunderbar. Ich möchte aber jetzt auch mal zeigen, was eben an Einnahme möglich ist, nicht 1000 € für so eine normale Webseite, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dafür habe ich euch jetzt mal einen Ausschnitt mitgebracht von einem unterschriebenen, eingescannten Angebot, das uns ein Kunde per E-Mail zurückgeschickt hat. Ich werde jetzt natürlich nicht alle Kundendaten zeigen, deswegen das hier ist einfach ganz nah rangezoomt, ein unterschriebene PDF, die jetzt eben eingescannt wurde, vom Kunden wieder zurückgeschickt wurde. Ihr seht auch hier im Hintergrund CV als Wasserzeichen von meiner eigenen Agentur. Ihr seht auch, dass das Ganze echt hier ist, das ist jetzt alles nicht gefaked. Das ist wie gesagt ein echtes, eingescanntes Angebot, was unser Kunde per E-Mail zurückgeschickt hat, und das ist eben das, was ich euch zeigen möchte. Hier unten steht es eben 8000 € projektweis, zusätzlich Mehrwertsteuer, also 8000 € netto, und das ist im Prinzip im Vergleich zu diesem Projekt hier ungefähr der gleiche Umfang, wenn wir sagen 10 Seiten, diese ganzen Funktionalitäten sind sowieso standard mit dabei, außer E-Commerce, das brauchst du das jetzt hier nicht, wir reden nicht über eine Webseite, und nicht über einen Shop. Das heißt, hier nimmt er vielleicht so ungefähr 1000 € für den gleichen Umfang von so einer Webseite, wie wir jetzt eben hier als Agentur für 8000 nehmen. Natürlich sind bei uns gewisse Service-Schritte mit dabei, bei uns ist vielleicht auch ein bisschen mehr so ein Erlebnis. Wir sagen aber auch, 6 bis 8 Wochen dauert sowas. Warum? Weil wir auch Ersttermine haben und generell Brainstormings mit dem Kunden auch generell vereinbaren als Termine, teilweise hier vor Ort bei uns in der Agentur, mittlerweile natürlich sehr viel digital durch die Krisenzeiten, und das ist ein richtiges Projekt, wo es halt nicht darum geht, einfach nur eine Website abzuliefern, sondern ein Marketinginstrument, eine digitale Infrastruktur aufzubauen. Und wir haben Personal, wir haben Büros, wir haben gewisse Dinge, die Kunden bekommen bei uns übrigens alle zum Beispiel ein Willkommensgeschenk in Form von kleinen Naschereien, die wir eben neuen Kunden zuschicken. Das sind alle solche Dinge, die halt ein Agenturerlebnis ausmachen, und da legen wir persönlich auch
auch sehr großen Wert bei uns drauf. Unsere Maxime in der Agentur ist immer always over deliver, also gibt dem Kunden immer mehr, als er denkt, dass er kriegt. Und das zahlt sich immer gut aus. Aber was ich euch eben zeigen möchte, ihr könnt eben im Prinzip als Freelancer um die 1000 Euro für ein Projekt nehmen, wo ihr bei einer Agentur 8000 Euro netto und auch noch wesentlich mehr nehmen könnt. Ich könnte euch hier noch andere, viel höhere Zahlen zeigen. Wir wollen jetzt aber mal nicht zu crazy hier werden. Deswegen, das möchte ich einfach nur zeigen. Übrigens auch hier, ich werde jetzt die Unterschrift nicht zeigen, aber ihr seht es hier unten mal rechts in der Ecke. Ja, das Ding ist unterschrieben hier vom Kunden. Deswegen auch alles gut. Das ist nicht nur ein Blanko, sondern das ist auch wirklich ausgefüllt. Und der Kunde ist auch schon längst abgearbeitet. Das ist aus dem letzten Jahr gewesen, soweit ich weiß. Wunderbar zufrieden. Hat übrigens auch jetzt schon wesentlich auch nochmal bei uns noch mehr bestellt und mit uns noch mehr zusammengearbeitet. Warum? Weil sie zufrieden sind mit uns. Ganz einfach. So, also, was möchte ich euch damit sagen? Übrigens hier auch die Möglichkeit, das Ganze in 2000 Euro netto Monatsraten abzubezahlen. Absolut kein Problem, als Agentur sowas anzubieten. Was er sagen möchte, fangt gerne an, wenn ihr einen Skill habt, wie zum Beispiel Web und Design oder die ganzen digitalen Kenntnisse, die man als Freelancer so haben kann, fangt gerne an, es auf Freelancing-Plattformen wie Fiverr anzubieten. Löst euch aber irgendwann davon. Seid nicht immer nur der Freelancer, der einen Stundensatz von unter 100 Euro oder um die 100 Euro nur gegen Geld, nur gegen Zeit tauscht. Das wird euch langfristig nicht erfolgreich machen. Und das wird euch nicht diese Selbstständigkeitsfreiheitsgedanken geben, den ich finde, warum wir selbstständige Unternehmer vor allem antreten in dieser heutigen Welt. Und versucht euch irgendwann zu lösen davon, versucht Richtung Agentur euch zu wandeln, ihr werdet wesentlich mehr Geld verdienen können. Ja, ihr habt auch mehr Kosten, natürlich, aber trotzdem, das mit den ganzen Personalkosten, Bürokosten, Softwarekosten und so weiter, bin ich mit dem Preis von eben 8000 netto im Vergleich zu denen hier vielleicht um die, was wir annehmen, jetzt mal 1000 Euro, trotzdem deutlich profitabler. Übrigens müssen wir hier bei dem Gig hier auch noch, bei dem Fiverr-Gig hier auch noch berücksichtigen, dass hier nur 20% an die Plattform abgegeben werden müssen, also ist im Prinzip nochmal weniger. Dann hätten wir hier 800 Euro quasi, wenn wir sagen 1000 Euro, 20% an Fiverr, 800 Euro also noch hier für ihn, dann haben wir hier einen Faktor 10 zu uns, zu dem Auftrag von uns eben, und das ist eben mal eine schöne Sache. Deswegen fangt als Freelancer an, entwickelt euch Richtung Agentur, lasst andere Menschen auch mit und für euch arbeiten, dann könnt ihr skalieren, dann habt ihr möglichst langfristig Erfolg und dann habt ihr ein profitables Unternehmen und könnt euren Kunden vor allem immer weiterhelfen. So, das soll mal meine kleine Empfehlung gewesen sein, wie ihr eben viel, viel mehr Geld verdienen könnt als Freelancer, zum Beispiel im Bereich Webdesign, nämlich indem ihr einfach richtig durch eine Agentur euch entwickelt. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr 1215 Euro nur durchs Zuhören verdienen könnt und das im Internet, dann schaut mal in die Videobeschreibung nach, da habe ich euch ein Video von mir verlinkt. Ist sehr beliebt, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist ein cooles Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, gerne den Kanal abonnieren, das hilft sehr weiter und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos.